Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zu diesem weiteren Video. Dieses Video wird heute ein wenig länger sein als meine übrigen Videos. Heute möchte ich nämlich sprechen über das Attentat, welches sich ereignet hat in Sankt Petersburg, wo ja der Militärblogger, wie man das heutzutage nennt, der Wladlen Tatarski, beziehungsweise das ist ja sein Künstlername. Jedenfalls, ihr wisst, von wem ich hier spreche und von welchem Ereignis ich hier spreche, der dann im Café in St. Petersburg in die Luft gesprengt worden ist. Allerdings werde ich das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten. Also ich werde hier nicht irgendwie den Detektiv spielen, irgendwie rekonstruieren, wie die Tat an sich passiert ist, wie gerade der Stand der Ermittlungen ist und so weiter. Und allgemein mache ich ja normalerweise auch die Art von Content, dass ich jetzt nicht irgendwelche konkreten Details beleuchte, vor allen Dingen auch da, wo die Lage auch nicht ganz so klar ist momentan, sondern ich schaue mir in meinen Videos eher das große Ganze an aus der globalen Perspektive und teile eben dazu meine Meinung, meine Einschätzung dazu. Vielleicht nur einmal ganz kurz zu der Tat an sich. Ein paar Worte möchte ich doch darüber verlieren. Und zwar wurde ja bekanntlich eine junge Dame festgenommen, die auch auf entsprechenden Videoaufnahmen dort zu sehen war. Zugeordnet wird diese junge Dame dem Milieu der Nawalny-Anhänger. Und viele von euch werden jetzt sicherlich die Frage stellen oder stellen sich die Frage, inwieweit das Kiewer Regime denn mit dieser Tat zu tun hat. Also die behaupten erwartungsgemäß wieder von wegen, ja, das haben ja die Russen selbst gemacht, die russischen Geheimdienste. Allerdings müssen sie das auch behaupten, selbst wenn sie das getan haben, weil sie können ja nicht öffentlich sagen, auf Regierungsebene beispielsweise, vor dem gesamten Westen, vor den Augen der gesamten Weltöffentlichkeit, von wegen, dass sie da irgendwelche Leute in Russland oder irgendwo anders in die Luft sprengen. Ja, und eben zu terroristischen Methoden greifen. Manche von euch können sich bestimmt auch daran erinnern, wie sie auch genau das Gleiche gesagt und behauptet haben bei den Beschüssen von Donetsk in den Jahren 2014, 2015 vor allen Dingen. Da haben sie ja auch immer wieder behauptet, von wegen, ja, das waren die Leute da selbst oder die Russen haben Donetsk selbst bombardiert. Die Frage, die sich natürlich hier objektiv stellt, ist, warum die Leute dann für Russland kämpfen und nicht für die Ukraine, wenn ja die Russen angeblich Donetsk beschossen haben sollen. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Es gab ja auch in den vergangenen Jahren, da werden sich auch viele von euch sicherlich dran erinnern, auch Attentate auf die führenden Persönlichkeiten vom Donbass-Widerstand, wie auch der Leiter der Donetsker Volksrepublik damals, der Herr Sacharchenko, und Givi und Motorola und noch einige andere Akteure. Und diese Attentate hatten auch genau dieselbe Handschrift getragen, wie auch dieses Attentat jetzt in St. Petersburg und auch hier mit der Geschichte mit Frau Daria Dugina, wo ja eine Bombe explodiert ist, entweder im Auto oder in Cafés oder ähnliches. Also die Handschrift war, wie gesagt, dieselbe. Und auch da, bei diesen Ereignissen, hat ja das Kiewer Regime behauptet, also dessen Vertreter, von wegen, ja, das war ja der russische Geheimdienst. Und auch jetzt behaupten sie genau dasselbe, was ja auch teilweise von den westlichen Propagandamedien auch so übernommen wird. Und das Motiv oder der Grund dafür soll sein, dass angeblich dieser besagte Militärblogger jetzt in dem Fall ein paar Mal die russische Militärführung irgendwie kritisiert hat. Die Frage ist natürlich jetzt die in diesem Zusammenhang, dass solche Attentate irgendwie nur gegen die Kritiker von Kreml oder von der russischen Führung, wie auch immer, durchgeführt werden, die auch irgendwie ein Problem mit dem Kiewer Regime haben, die dort auch auf irgendwelchen Listen stehen. Bei anderen Kreml-Kritikern beispielsweise, die aber mit dem Kiewer Regime überhaupt kein Problem haben, die mit denen sozusagen auch cool sind, da passiert sowas irgendwie komischerweise nicht. Von denen ist keiner, soweit ich weiß, mit einer Bombe irgendwie in die Luft gesprengt worden. Das einmal nebenbei, einmal kurz zum Nachdenken sozusagen. Also heißt das jetzt, dass ich damit jetzt sagen will, dass das Kiewer Regime dahinter steckt offensichtlich, oder sind das doch Leute aus dem Milieu der sogenannten russischen Opposition? Also wie das konkret aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht und ist eigentlich auch egal. Und damit komme ich auch zum eigentlichen Thema dieses Videos, weil das alles, also die möglichen Milieus, aus denen die Täterin irgendwie kommen könnte oder soll, das ist alles ein und dieselbe Mannschaft. Und das will ich einmal ein bisschen näher erklären, denn den gesamten ukrainischen Konflikt
betrachte ich in gewisser Weise auf zwei Ebenen. Also die erste Ebene ist eben der globale Konflikt zwischen Russland und der NATO bzw. den USA. Und auf der zweiten Ebene betrachte ich das als einen Bürgerkrieg. Denn ich habe schon oftmals gesagt, dass ich das so sehe, dass die Russen und Ukrainer ein Volk sind. Das sehe bekanntlich nicht nur ich so, auch Präsident Putin sieht das so und auch viele andere. Auch sogar die Propagandisten des Kiewer Regimes können sich davon auch nicht lossagen. Die sagen dann irgendwie sowas von wegen, ja, wir sind die eigentlichen Russen und die haben nur unseren Namen geklaut und so weiter. Ja? Also faktisch ist es so, dass es ein und dasselbe Volk, das ist einfach ein historischer Fakt. Also faktisch kämpfen in der Ukraine Russen gegen Russen. Ja, und selbst wenn wir jetzt annehmen, dass es nicht ein und dasselbe Volk ist, ja, es ist trotzdem ein und dasselbe sprachliche und kulturelle Raum. Ja, die Soldaten auf beiden Seiten haben oftmals dieselben Namen, sprechen auf beiden Seiten größtenteils Russisch und sind die gleichen Leute, sehen fast gleich aus und so weiter. Und das war ja auch über Jahrhunderte hinweg ein Land. Ja, Russland, Ukraine und noch andere Territorien. Und dass da jetzt einige Leute im Jahre 1991 irgendwie in Kiew gelandet sind, andere in Moskau gelandet sind, andere vielleicht in Usbekistan gelandet sind, war teilweise einfach Zufall, dass sie dort irgendwie Arbeit gefunden haben, jemand hat dort irgendwie geheiratet und ähnliches. Ja? Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall alles ein gemeinsamer Raum, zumindest ein gemeinsamer sprachlicher Raum. Und auch jetzt beispielsweise die ukrainischen Flüchtlinge, die hier so nach Deutschland kommen, also zu 90% sprechen sie alle nur Russisch. Ja, ich habe kaum jemanden mal gehört, dass die mal Ukraine Englisch gesprochen haben. Und es gibt ja auch in Russland genug Leute, die in Anführungszeichen pro-ukrainisch sind. Auch wenn es eine Minderheit ist in Bezug auf die gesamte russische Bevölkerung, sind das trotzdem Millionen von Menschen. Genauso wie es auch in der Ukraine genug Leute gibt, die pro-russisch eingestellt sind. Das gilt eigentlich für alle ehemaligen Sowjetstaaten. Da gibt es die Leute, die eher, wenn man das so nennen kann, pro-ukrainisch sind und Leute, die eher pro-russisch sind. Und diese Trennlinie, zum Beispiel ukrainische Nationalisten, Nawalny-Anhänger, gibt es de facto nicht. Das ist alles, wie gesagt, eine Mannschaft. Ja, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen einfachen Leuten, die irgendwo auf irgendwelche Demos gehen und so weiter, sondern vor allen Dingen von den Strukturen bzw. von den Anführern dieser ganzen Organisationen. Also wenn wir jetzt beispielsweise die Vertreter des Kiewer Regimes nennen, die Führungskräfte der sogenannten russischen Opposition, auch die Führungskräfte der sogenannten weißrussischen Opposition, dann in Kasachstan die Nationalisten und die Leute, die da versucht haben, diesen Umsturz anzuzetteln, die jetzige Regierung in Armenien und Moldawien, auch sogar die Terroristen aus den südlichen Gebieten in Russland, wo ja jetzt ein bisschen alles ruhiger ist, aber wo es ja ungefähr vor 20 Jahren massive Probleme gegeben hat. Auch diese ganzen Gruppen, die Anhänger dieser Strukturen gehören auch zu dieser Mannschaft. Ja? Das ist alles eine Mannschaft, wie gesagt, das müsst ihr auf jeden Fall verstehen. Und viele von denen, also jetzt Vertreter des Kiewer Regimes, irgendwelche Köpfe aus dem Milieu von Nawalny beispielsweise, die kennen sich wahrscheinlich auch von irgendwelchen Seminaren im Westen, von irgendwelchen Veranstaltungen, irgendwelcher Stiftungen, NGOs und so weiter. Ja? Und sie pushen sich auch gegenseitig durch die Medien, sympathisieren sich gegenseitig. Also klar kann es dann natürlich auch irgendwelche Widersprüche darunter geben, irgendwelche Konkurrenz, das ist völlig normal. Zum Beispiel, wenn jetzt manche Vertreter oder Anhänger des Kiewer Regimes sagen, ja, von wegen alle Russen sind schlecht, es gibt keine guten Russen, auch die, die jetzt gegen Putin sind, sind schlecht. Oder zum Beispiel gibt es ja auch in der russischen Opposition, sogenannten Opposition, der sogenannten weißrussischen Opposition eine gewisse Konkurrenz, also darum, wer irgendwie der Anführer ist, wer irgendwie den Zugang zu den westlichen Geldtöpfen bekommt, etc. Aber trotzdem ist das eine Mannschaft, es ist im Endeffekt ein und dieselbe Armee, die sich alle auf ein und derselben Seite der Front befinden. Genauso betrachten das auch die Amerikaner. Wenn wir jetzt beispielsweise Herrn Saakaschwili nehmen, den Ex-Präsident von Georgien, der ja den Krieg in Südossetien und Abchasien damals 2008 angezettelt hat. Nachdem er ja in Georgien einige Jahre später abgewählt worden ist, ist er ja in die Ukraine abkommandiert worden, wo er unter Poroschenko noch im Gouverneur von Odessa geworden ist, dann überall dort geschrien hat von wegen, ja, ich bin Ukrainer
und die Nationalhymne so irgendwie gesungen hat. Nachdem er allerdings sich dort mit allen irgendwie gestritten hat, sich mit den Leuten da angelegt hat, ja, ist er wieder nach Georgien zurückgeschickt worden, wo er jetzt bekanntlich sich im Knast befindet. Oder ein anderes Beispiel ist dieses Portal Nechta oder Nexta, welches ja im Jahr 2020 die Proteste in Weißrussland gesteuert und koordiniert hat. Und angeblich hieß es ja damals, dass ihr Thema ausschließlich die Proteste in Weißrussland sind, dass von wegen Russland, Geopolitik und so weiter nicht ihr Thema ist, sie sind einfach nur gegen Lukaschenko. Dann aber, als diese Proteste in Weißrussland vorbei waren, haben sie dann 2021 war das, Anfang 2021, dann sich aktiv in die Proteste in Kasachstan eingeschaltet. Und seitdem jetzt das Thema mit der Ukraine wieder im Vordergrund ist, machen sie eigentlich zu 90% nur noch die ukrainische Thematik. Und derartige Beispiele gibt es wirklich sehr viele. Jetzt beispielsweise auch Leute von euch, die viele russischsprachige Leute irgendwie im Umfeld haben beispielsweise, dann werdet ihr sicherlich auch im Februar letzten Jahres beobachtet haben, dass meistens auch genau diejenigen, in den allermeisten Fällen, die vorher für Nawalny getrommelt haben, sich dann Ende Februar letzten Jahres ja, das blau-gelbe Bild da, ein blau-gelbes Profilbild dann irgendwie hatten. Zumindest hat diese Überschneidung zu 90% stattgefunden. Also ich wusste eigentlich schon vorher, wer dann das blau-gelbe Bild haben wird. Zu 90%, wie gesagt. Also wie gesagt, was ich einfach damit sagen will, das ist alles eine Mannschaft und die konkrete Nationalität oder die Staatsbürgerschaft spielt überhaupt keine Rolle. Und die jetzigen Landesgrenzen in der ehemaligen Sowjetunion spiegeln da auch überhaupt nicht die Realität wider. Und wie man sieht, unter anderem jetzt als am Beispiel von Saakaschwili, was ich oben beschrieben habe, dass auch für die USA so gesehen die UdSSR immer noch existiert, dass es für die auch nicht diese Trennlinien gibt. Also wenn es notwendig ist, ist Saakaschwili auf einmal hier Georgier und so weiter, ja, Patriot von Georgien, und dann auf einmal 2 Jahre später ist er Patriot von der Ukraine und singt so hier die Nationalhymne etc. Und diese besagte Mannschaft, von der ich jetzt sehr ausführlich gesprochen habe, ich würde sie einfach als Team Anti-Russland bezeichnen, weil genau das ist es im Endeffekt, was sie vereint. Und Präsident Putin hat ja auch oft gesagt, von wegen, ja, die USA, der Westen, sie machen aus der Ukraine ein Anti-Russland. Das ist richtig. Betrifft allerdings bei weitem nicht nur die Ukraine. Also das Projekt Anti-Russland ist in diesem Sinne ein großes, globales Projekt, was auf jeden Fall auch weit über die Grenzen der jetzigen Ukraine hinausgeht. Und hätte zum Beispiel jetzt der Umsturz in Weißrussland geklappt und der Umsturz in Kasachstan, dann würden sich auch diese beiden Länder auf direktem Wege in die Richtung im Anti-Russland zu bewegen und sich sozusagen ja, mit der Ukraine in gewisser Weise vereinen zu einem gemeinsamen Anti-Russland. Ja, von daher, wie gesagt, was wir jetzt heute haben, ist ein Bürgerkrieg zwischen Russland und Anti-Russland. Und dieses Anti-Russland wird eben unterstützt von den USA, vom Westen. Und diese Front verläuft, wie gesagt, nicht entlang der Landesgrenzen, sondern die ist sozusagen allgegenwärtig. Die Frontlinien verlaufen teilweise auch quer durch die Familien. Ja, das gibt es sehr häufig. Ja, sogar, dass der eine Bruder irgendwie für Russland ist, der andere Bruder für das Kiewer Regime. Ich glaube, bei hier Juri Padalecki ist, glaube ich, so auch ein Militärblogger, wie man das heute nennt. Ja, der ist ja jetzt, also der auch aus der Ukraine kommt, der jetzt für Russland ist. Und nach seinen Angaben zumindest ist sein Bruder auf der Seite der ukrainischen Nationalisten des Kiewer Regimes. Ja, und derartige Beispiele gibt es sicherlich eine ganze Menge. Und genau das ist ja auch das Schlimme dran, dass diese Front wirklich quer durch viele Familien auch verläuft. Und was ich in diesem Zusammenhang auch sagen möchte, ist, der Westen benutzt ja dieses Anti-Russland, wie ich es genannt habe, für den Krieg gegen Russland. Aber sie werden auch das Anti-Russland niemals gewinnen lassen. Weil ihr Ziel ist es ja die Zerstörung Russlands und nicht, dass Anti-Russland gewinnt, somit auf diese Weise zum alternativen Russland wird, nur eben mit der Hauptstadt in Kiew. Ja, vorher war die Hauptstadt in Moskau und dann gibt es ein neues Russland mit der Hauptstadt in Kiew.
Ja, das brauchen sie auch garantiert nicht. Und deswegen wird es auch nie diesen glorreichen Sieg der Ukraine irgendwie geben. Ja, das brauchen sie nicht. Also wenn Russland zusammenbrechen sollte, ja, wenn Russland eben verliert, zusammenbricht, dann werden sie die Ukraine auch gleich mit ertränken, mit untergehen lassen. Das sieht man ja jetzt schon, haben sie jetzt schon teilweise auch geschafft. Ja, mit ihrem berühmt-berüchtigten Kampf gegen Russland bis zum letzten Ukrainer. Also von daher, um an dieser Stelle einmal ein Fazit zu ziehen, ganz egal, wer den Blogger in St. Petersburg jetzt umgebracht hat, mit dem offensichtlichen Ziel der Einschüchterung der aktiven pro-russischen Community oder Szene, sage ich mal, ob das jetzt die Leute aus dem Milieu der Nawalny-Anhänger waren oder aus dem Milieu des Kiewer-Regimes, völlig egal. Ja, was wir auf jeden Fall sagen können, es war das Team Anti-Russland. Alles andere sind lediglich unwichtige Details. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.